Carina, warum hast du dich entschieden, mit 30 Jahren, wo andere ihre Karriere schon beenden, noch einmal eine ganz neue Herausforderung einzugehen? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage, aber ich habe mir schon überlegt, nach der Saison eigentlich aufzuhören. Dann kam der Anruf und das Gespräch mit Kai. Und ich finde, dass das ganze Projekt auf jeden Fall eine coole Sache ist. Und für mich persönlich denke ich, dass es nochmal ein toller sportlicher Abschluss auch werden wird, dass ich für mich persönlich sagen kann, ich habe mit meiner Fußballkarriere auch ein Ende, das mich einfach freut. Und ich hoffe natürlich, dass wir vielleicht noch den ein oder anderen Aufstieg dann mitnehmen werden und dann so zusammen auch feiern gehen können, ja. Du hast für den VfL Sindelfingen schon Einsätze in der Frauenbundesliga gehabt, hast lange Jahre in der zweiten Bundesliga gespielt. Wie hat sich der Frauenfußball über die Jahre verändert? Ich denke, man sieht auf jeden Fall, dass von den ganzen Forderungen und auch finanziellen Unterstützungen den Frauen nichts mehr wegenthalten wird, dass man wirklich probiert, dass das Ganze professionell gestaltet wird und auch alles Mögliche dafür tut, dass es umgesetzt wird. Ich denke, die Allianz Frauenbundesliga hat einen Stellenwert, der von allen gemocht wird und wo auch jeder Spielerin, die es wirklich so hoch schafft zu spielen, gerne ein Teil davon ist. Und ja, man sieht einfach, dass dieser Respekt da ist und dass es so auch weitergehen muss, weil ich finde, die Mädels, die das jeden Tag machen, die teilweise auch mehrmals am Tag trainieren, nebenher noch arbeiten gehen müssen oder studieren gehen, haben halt diesen Stress genauso. Und deswegen finde ich, dass dieser Respekt auf jeden Fall auch angesehen ist. Und ja, ich hoffe, dass es so weitergeht für die Zukunft, denen das Ganze noch bevorsteht, ja. Was macht dich aus? Was wirst du in das Projekt Frauenfußball bei der SV Elversberg einbringen? Ja, wie bei der ersten Frage schon gemerkt, bin ich ja nicht mehr die Jüngste. Und ich denke, dass dadurch halt ein bisschen was ich auch an die jungen Spielerinnen vor allem mitgeben kann, dass man vielleicht auch manchmal ein bisschen gelassener sein muss und nicht alles irgendwie mit dem Kopf durch die Wand, sondern dass man einfach auf sich vertrauen muss und dann ja, klappt das schon alles. Und dass man halt, wie gesagt, auch schauen soll, dass, sag ich mal, der Beruf oder die Ausbildung auf jeden Fall auch nicht drunter leidet. Und ich denke, dass ich da mit der Erfahrung auf jeden Fall vor allem den jüngeren Spielerinnen ein bisschen was mit auf den Weg geben kann.